So, wir stehen jetzt praktisch kurz vorm Bossraum. Es ist hier nochmal ein großer Teil mit diesen, mit den Muscheln. Ich habe ja gesagt, dass nahe von Seas Bossraum diese Muscheln wieder sein werden, wo man sehr gut Funkeltitanit farmen kann. Oh, da haben uns jetzt zwei bemerkt. Das ist nicht gut. Ups. Das wollte ich nicht. Das wollte ich mir aufheben. Egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Schläge. Oh, können sogar sieben sein, theoretisch. Ja, ich lasse den Chlorantiering mal an. So. Ich glaube, man kann die einzeln pullen. Man kann von hier aus sogar schon die Statuen sehen, die verfluchte Spieler hinterlassen haben. Ja, wie gesagt, Seath verflucht die Leute. Da muss man drauf vorbereitet sein, wenn man's. Also man, ich glaube, man kann seinen Angriffen, seinen Fluchangriffen tatsächlich sehr gut ausweichen. Nur zieht das den Kampf verdammt in die Länge. Ich habe am liebsten eine Aufmachung, die mich gut vor Fluch schützt. Und gehe den Kampf lieber viel direkter an. Oh, sieben Schläge, habe ich ja gesagt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass mein Uchigatana, mein Blitz-Uchigatana, gegen Seath sehr gut funktioniert. Ich kann nur hoffen. Außerdem werde ich versuchen, Seath den Schwanz abzuschlagen. Wie gesagt, der hat ja keine Waffe, die man aus seiner Seele macht. Deswegen ist das die einzige Alternative von ihm, noch was zu bekommen. Außer der Fürstenseele und weiter. Also den Teil der Fürstenseele gewinnt, um weiterzukommen. Oh, komm, komm, komm. No, los, greif mich an. Danke. Diesen Angriff sehe ich tatsächlich nur sehr, sehr selten, dass der mit seinen Tentakeln oder Fühlern, wie auch immer, angreift. Autsch. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie viel Ausdauer das abzieht, wenn der einen damit trifft. Oh, 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 oh. Dankeschön. Aber ich habe erstaunlich wenig Titanit hier bekommen. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Man muss sich erst beschweren, ne? Ja, man muss sich erst beschweren. So, wir ziehen jetzt unser Fluchresistenz-Zeugs an. Das hier hat eine Fluchresistenz von 35. Damit fangen wir jetzt mal an. Das Teil sieht so scheiße aus. Wir können auch stattdessen das hier an. Stattdessen das hier. Ist das absolut selbe? Okay, wir ziehen dieses Kopfteil an. Dann das gleiche nochmal. 16, 22, 26. Gucken wir mal weiter. 35. Nochmal 35. Ja, das war das hier. Okay, bleiben wir damit. So. Fluchresistenz 10 haben wir, 14. Damit fangen wir jetzt erstmal an. 16. Ja, besser geht's bei den Händen nicht. 29, das klingt schon mal sehr gut. Es gibt, glaube ich, noch einen Ring, mit dem man sich Fluchresistenz geben kann. Ja, mehr habe ich nicht. Ah, es ist ziemlich scheiße und es sieht auch noch scheiße aus. Ich sehe voll scheiße aus. Okay. Wie gesagt, es gibt noch einen Ring, der Fluchresistenz gibt. Ich habe aber total vergessen, wo man den herbekommt. Ganz ehrlich. Muss ich mal nachgucken, aber ich glaube, hiernach werden wir ihn nicht mehr brauchen. Ihr könnt da hinten da was Leuchtendes sehen, jetzt direkt über der Spitze von meinem Schwert. Das ist der Kristall der Unsterblichkeit. Wenn wir reingehen, wird Seath uns überraschen und wir stehen praktisch direkt davor. Wir müssen uns, glaube ich, nur einmal umdrehen. Dann werden wir warten, bis der ganz nah bei uns ist, werden draufhauen und der wird für ein paar Sekunden lang gelähmt sein. Und das ist unsere Chance, uns hinter ihn zu schleichen, um ihm den Schwanz abzuhauen. Brauchst Schweif, Schweif, ja. Ja.
so unaerodynamisch wie der aussieht, frage ich mich echt, wie der fliegen kann. So, wir stehen jetzt hier. Wenn der jetzt irgendwas macht, irgendwie einen Angriff macht, dann hauen wir einmal drauf. Und zack. Schneller, 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 schneller. Nicht von dem Ding hier. Wir müssen versuchen, an den Schwanz zu kommen. Und er schlägt uns einen Schwänzen zu. Aua. Er muss irgendwas machen. Er dreht sich mit uns, das sehe ich. Dankeschön. Er hat was anderes gemacht, außer mit seinen Schwänzen zuzuschlagen. Nein! Nein, nein. Scheiße! Ja, so viel zum Thema einmal versuchen. Ja, 7 Minuten sind wir fast drin. 6,5, um genau zu sein. Ich werde jetzt mich wegteleportieren. Oh, ich muss diese scheiß Rüstungen loswerden. So. Jetzt mal im Ernst. Das sieht doch mal voll beschissen aus. Oh, ich ziehe wieder hier das Goldsaum. Ups. Goldsaumzeug an. Das sieht doch wesentlich besser aus. Ja. Teleportieren uns zuerst. Ach nee, jetzt haben wir die ganzen Seelen bei Seath liegen lassen. Ich mach Schluss für heute. Darauf habe ich echt keinen Bock. Fürs nächste Mal werde ich einfach einen Opferring anziehen. Ich habe ja noch den großen. Der wird wahrscheinlich nicht zersprengen. Aber vielleicht doch. Und ich werde das nächste Mal auch wissen, wo man diesen Fluch-Resistenz-Ring bekommt. Dann werde ich vielleicht das ein oder andere Rüstungsteil nicht brauchen. Und stattdessen in was anderes stecken. Bis dann.